Herzlich willkommen auf der Tokyo Motor Show 2017 und herzlich willkommen bei der allseits beliebten Rubrik Tops und Flops. Das hier ist der Toyota DN Track oder T-Rack und ich finde, das ist ein kleines SUV, was so ein bisschen von vorne an den Daihatsu Ignis, an den Suzuki Ignis erinnert. Was mir besonders gut gefällt und deshalb ist das hier ein Top von mir, ist das Heck. Weil der Ignis ja so ein bisschen sperriges Heck hat, aber der kleine DN Track, finde ich, ist durchaus gelungen. Vorne wie hinten. Also Daumen nach oben. Was wir hier sehen, ist für mich ein Top-Flop. Das ist der Mazda CX-8, der kommt jetzt hier gerade in Japan auf den Markt. Ein siebensitziger CX-5, ungefähr 20 cm länger als der CX-5. Zu uns kommt er aber nicht und deswegen für mich ein Flop. Das hier, das ist für mich ein Top der Messe. Das ist ein Concept-Car eines Motorradherstellers, nämlich Yamaha. Und die sind hier richtig mutig. Ja, es ist auch wieder ein Concept-Car, das ist richtig, aber innen drin, die Aufteilung ist mal was ganz anderes. Und außerdem sieht das Ding hier irgendwie auch ein bisschen abgefahren, ein bisschen spacig aus. Kann man quasi, wenn man den Mount Fuji hochfährt, ja, irgendwann ist dann Schluss mit vier Rädern. Dann hat man zum Glück hinten sein Motorrad drauf und dann kann man ein bisschen oben auf den alten Vulkan fahren. Und ich finde es mutig von Yamaha, sowas zu machen. Wahrscheinlich werden sie es auch nicht bauen, ist eben auch ein Concept-Car, aber für mich ein Top. Ja, wenn ich das sehe, das Nissan Leaf Nismo Konzept, da gehen bei mir die Mundwinkel so ein bisschen nach unten, weil ich das Ganze gar nicht so richtig verstehe. Warum will man ein Elektroauto tunen? Klar, man will mehr Leistung, ja, aber ein Elektroauto zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass man viel Reichweite hat, dass der Akku geschont wird, dass man schön leise fährt. Und das geht für mich noch nicht so richtig mit Tuning zusammen. Für mich ist Tuning andere Abgasanlage, Fächerkrümmer, Nockenwellen, sowas. Und da merke ich, ist nicht so ganz meins. Noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Warten wir mal ab. Aber naja, ich bin skeptisch. Ich hatte mich so richtig auf den neuen Supra gefreut. Wurde uns in Aussicht gestellt. Und jetzt steht hier ein, ja, auch wieder ein Concept-Car. So ein Zwischending zwischen GT86 und Supra und ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Toyota sagt, ja, nö, das ist erstmal nur so ein Auto, das stellen wir erstmal hier vor. Ob das in Serie geht oder nicht, wissen wir nicht. Mal gucken, was wir damit machen. Ja, und ich stehe hier und denke so, ja, super, habe mich auf einen Supra gefreut. Und jetzt stehe ich hier und bin echt enttäuscht. Ein Flop für mich auf dieser Messe. Das hier, das ist doch mal eine richtig anständige Studie. Ja, es ist wieder ein Concept-Car, aber darf ich vorstellen, der Weltmeister der Zukunft. Naja, denn es ist ein Nachfahre des Impreza. Dieses Auto heißt zwar Subaru Vivids Performance Concept, aber es ist ein bisschen größer als der Impreza, aber trotzdem, wenn er so aussehen wird, dann finde ich das gut und deshalb ist es für mich ein Top. Was ich ein bisschen schade finde und deshalb auch mein Flop, ist tatsächlich, dass die deutschen Hersteller hier in dieser Halle, wie zum Beispiel Audi, Volkswagen oder Porsche, nicht wirklich was Neues zeigen. Ich meine, Audi hat jetzt gerade letzte Woche den neuen A7 präsentiert. Wäre doch eigentlich ganz angebracht gewesen, den mit nach Tokio zu bringen, hier hinzustellen und sagen, jawohl, guck mal, das ist er, der neue Audi A7. Bei Volkswagen auch nichts Neues, bei Porsche gibt es irgendwie auch nichts. Also ein bisschen enttäuschend ist schon, dass die Jungs hier nach Japan nicht wirklich ein bisschen mehr aufs Parkett gebracht haben. Das Mazda Vision Coupé. Ein echter Hingucker hier auf der Messe in Tokio. Hallo, hallo. Man schaut sich nun mal diese Haifischnase an. Und das Beste, Teile davon kommen auch in Serie. Also es soll ja einen Ausblick geben auf den Mazda 6, auf den kommenden. Der wird vermutlich nicht ganz so scharf aussehen wie die Studie. Aber man hat uns gesagt, einzelne Teile
sollen schon in die Serienproduktion gehen. Und was auch cool ist, Mazda 6, rein Sechszylinder, Hinterradantrieb, Hybridstrang, der mit Toyota zusammen entwickelt worden ist. Also, das wird fein. Ich freue mich da schon drauf. Mit diesem schönen Anblick verabschieden wir uns aus Tokio von der Tokyo Motor Show 2017, sagen Domo Arigato. Vergesst nicht zu liken, zu subscriben, zu teilen und zu kommentieren. Ihr schreibt ja sowieso, was ihr wollt, also tut es einfach.